Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir sind hier zurück in der Basis. Ich habe gerade die Jukebox nochmal angemacht, die geht jetzt auch. Glücklicherweise hängt das nach mit einem Neustart des Spiels zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, die letzte Aufnahmesession ist ein bisschen was her. Aber ich meine, dass sie zuletzt nicht funktioniert hat. Und ich glaube, wir wollten entweder da oder da mal hingehen zu den Artefakten. Und ich würde sagen, wir machen uns auch direkt auf die Socken. Wir schauen doch direkt mal, was wir denn da so haben. Wir müssen nur mal gerade gucken. Ich glaube, hier die Batterie, die war auch... Ja, die war sehr leer. Oh. So, dann... Oh Gott, landen wir doch mal gerade hier. Irgendwie. So. Und dann müssen wir mal schauen. Da kommen normale Batterien rein, ne? Die normalen Energiezellen, genau. Jo. Die werde ich dann auf jeden Fall mal an Seite legen. Wir schauen mal gerade, was wir dafür brauchen. Energiezellen. Dafür brauchen wir, glaube ich, 2 Batterien und Silikongummi, genau. Also, 8, glaube ich, Geißelkörbchen, genau. 8 Stück brauchen wir davon. Dann legen wir doch direkt mal los. Wir haben hier so eine ganz schöne Farm angelegt. So, dann platzieren wir das mal gerade. Das hier sind die Samen, genau. Wie viel haben wir denn jetzt gerade? 4 Stück. So. Genau. Können wir eigentlich hier die noch... Nee. Die wollte ich zerlegen. So. Dann können wir die nämlich wieder pflanzen. Und damit ist das auch fast schon wieder voll. Sehr gut. Silikongummi, Silikongummi. Ich weiß nicht, ob wir da was da hatten. Möglicherweise nicht. Da müssen wir dann nochmal was holen gehen. Und es gab übrigens ein riesiges Update. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie was mitbekommen werden. Ah, nee, hier können wir doch, glaube ich, Silikongummi draus machen. Ja, da weiß ich nicht, ob wir da irgendwas mitbekommen werden. Oh, mein Silikongummi war vielleicht auch aus denen. Ich tue das nochmal weg. So. Okay. Silikongummi müsste hier oben sein. Dafür brauchen wir natürlich... die roten. Dann holen wir die mal. So, dann machen wir da nämlich ein bisschen neue Energie. Das passt. Dann brauchen wir hier von 2. Ah, das war mit Kupfererz. Gut, Kupfer haben wir ja ein bisschen was gesammelt gehabt. Moment, war das jetzt für 1 oder war das für 2? Ne, war für 2. Okay. Södle. Dann haben wir unser Silikongummi und dann können wir hier die Energiezellen machen. Ach, nee. Es war für 2, wir brauchen aber 4. So. Das war's. Gut, dann können wir uns auch gleich direkt auf den Weg machen. Strom kommt auch ganz gut wieder rein und da haben wir... Hä? Haben wir jetzt... Moment, haben wir jetzt nur 1 gemacht? Oder ist da 1 zu viel verschwunden gerade? Naja, ist ja auch egal. Geht ja recht zügig. Also nochmal. Kupfer und ja, Silikongummi haben wir auf jeden Fall noch da. Wir brauchen ja... Nee, wir haben... Hä? Moment. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Nee, wir hatten die schon gebaut. Quatsch. Die Musik ist irgendwie sehr entspannt, finde ich. So, dann packen wir hier unser Silikongummi rein. Das können wir eigentlich auch dazu tun. Wobei, komm, das tun wir... das tun wir... bei die Kristalle. Aber hier, das kommt hier rein. Genau, das tun wir jetzt einfach mal rein. Da haben wir sogar noch welche gehabt. Hier, Gold und Dia. Das tun wir das hier einfach mit rein. Genau, dann machen wir uns jetzt aber auf den Weg. Wir nehmen die Energiezellen erstmal so mit. Ja. So, das war...
Da war das, ne? Genau. Los geht's. Eine neue Reise beginnt. Laufen wir mal ein bisschen hier oben rum. Oh, okay, hier funktionieren die Düsen sehr schlecht. Aber wir haben es geschafft. Wird, glaube ich, auch gerade wieder sehr gemütlich, was das Wetter betrifft. Und hops. Ich muss mal was gucken hier. Ist das jetzt... Ne, es kommt irgendwie vom Krebs. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber der ruckelt so ein bisschen, ne? Der Krebs. Wenn ich mich umgucke. Ah, gut. Das ist ja interessant. Warum ist das so? Vielleicht haben sie ja am Krebs irgendwas gemacht. Oder irgendwas, was den Krebs beeinflusst. Und dann ist da bei dem Update ein bisschen was komisch geworden. Fehlt nur noch ein Radio im Krebs drin. Das fände ich auch cool. Also so eine Jukebox einfach. So eine kleine. Mich wundert es nur, dass es gerade so ruhig ist. Oh, 300 Meter. Wir sind ja gleich schon da. Ich hoffe nur, dass wir da noch nicht waren. Ansonsten schauen wir uns einfach mal in der Umgebung ein bisschen um. Oh, wow. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oh Gott, ich will nicht dagegen. Oh, oh, ah, Moment, ich muss mal gerade hier runter. Und rauf geht's. Das sieht schon mal recht vielversprechend aus. Boah, das ist ein bisschen sehr komisch. Oh. Oh, oh. Und? Ach nee, das ist zu viel. Dann müssen wir... Boah, klappt doch. Ja, das sieht echt cool aus hier. Was haben wir denn hier? Steigen wir mal aus. Kann man das hier scannen? Nee. Na gut, ein bisschen was zu essen. Können wir später noch gebrauchen. Jukebox-Platte. Ja, cool. JT Music. Don't hold your breath. Na gut. Dann gehen wir mal da hinten rüber. Nee. Hier wollte ich hoch, genau. Kann ich die eigentlich scannen hier? Will ich mal gerade gucken. Pouchbulb. Was steht dazu? Oh, nichts. Nichts weiter. Ah, ich glaube, über die Brücke kommen wir gar nicht drüber. Aber vielleicht liegt hier ja noch was. Nee, da kommen wir auf keinen Fall drüber. Aber da ist auf jeden Fall was zu aktivieren. Schauen wir uns mal schnell hier um. Oh, Wasser. Dankeschön. So, dieser Display, der leuchtet so krass auf. Was liegt denn hier? Okay, Webchat, Hydraulic Fluid. Hm. Ah, dann können wir die Brücke nämlich bedienen, würde ich mal sagen. Oh, was war das denn? Ja, vielleicht kommen wir dann da noch anders rüber. Dann gehen wir erstmal hier runter. Vielleicht müssen wir gar nicht da hoch. Aber da haben wir auf jeden Fall was zu tun. Ja, da haben wir eine Höhle. Vielleicht kommen wir da durch. Oh, ob wir hier durchkommen? Nee, den Krebs lassen wir mal hier. Oh Gott. Sieht nicht so einladend aus.
Das sieht eher gruselig aus. Feuerschotenbaum. Feuerschoten. Wärmt dich mit den saftigen Früchten auf. Ja, hab das irgendwie... Ach so, okay. Einfach essen. Ich hatte doch... Nee. Hatte ich eine Taschenlampe? Okay, da war kein... Ich glaube, ich habe gar keine gemacht. Erbauer-Artefakt. Ionen... Ionenbatterie. Ionenenergiezelle. Wunderbar. Brauchen wir nicht sogar für irgendwas? Und die können wir auch mal scannen gerade. Erzader. Oh. Rohstoffe hinter lockerem Gestein. Sieht ein bisschen aus wie ein Sternenhimmel. Irgendwie was. Hm. Oh, komm schon. Aber die Musik war irgendwie ein bisschen beunruhigend. Da ist sie wieder. Ah, nee. Schnee brauchen wir nicht. Aber wir haben das schon mal gefunden. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und diese Schoten, die müssen wir auf jeden Fall mal einpflanzen. Erinnert mich ein bisschen an Simpsons. Da gab es doch diese... Hieß sie nicht auch Feuerschote? Mit der Folge mit dem Jahrmarkt, die so komisch rot auch geleuchtet hat. Vielleicht ist das auch eine Anlehnung daran. Ich weiß es ja nicht. Hä? Nee, keine Chance. Ich halt mal Abstand. Dann, ja, dann, wobei. Ich guck mal gerade. Wir brauchen dieses, ja, hier, Hydraulikflüssigkeit. Och, das kostet ja gar nichts. Das können wir direkt beim nächsten Mal dann sogar schon machen. Ich glaube, in der Folge wird es nicht mehr. Oh, das sieht ja einladend aus hier. Na gut. Oh, was... Was leuchtet denn da hinten? Das ist bestimmt nur das Kabel, ne? Oh, jetzt wird es aber richtig dunkel. 23% Energie haben wir noch. Ich schau mal gerade da vorne. Ah, komm schon. Ja, das ist bestimmt von dem Kabel. Einfach nur irgendwie so eine Leuchte oben drauf. Mir vorstellen. Ich glaube, hier waren wir sogar schon mal, ne? Hier vorne irgendwie. Habe ich schon mal... Ja, genau. Da habe ich mich schon mal gefragt, was da war. Da gehen wir mal runter. Die Idee kann ich eigentlich gerade mal mitnehmen. Die brauchen wir auch gleich. Oh, jetzt habe ich das ganze Ding kaputt gemacht. Inventar voll. Aber diese Feuerschoten sind natürlich sehr praktisch, ne? Wenn man irgendwie mal an die Oberfläche muss und dann länger, dann kann man sich davon ein paar mitnehmen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie weit die sättigen sind. Wenn das noch dazu kommt, wäre das natürlich nochmal deutlich praktischer. Vielleicht sogar trinken. Aber da kann man sich halt immer wieder schön aufwärmen und da braucht man nicht den Krebs unbedingt. Wenn man weiterreist natürlich. Sind wir gleich schon wieder zu Hause. Da sehen wir mal zu, dass wir die Rohstoffe dafür zusammenkratzen.
dass wir diese Hydraulikflüssigkeit machen. Wir brauchen auf jeden Fall eine. Ja, ich glaube tatsächlich, mit dem Gleiten sind wir noch ein bisschen schneller. So, erstmal pflanzen. Nee, geht ja gar nicht. Ich muss was drin machen. Annehmen. Kann ich hier... Don't hold you. Interessant. Achso, ich hab, ups, hab viel lauter gemacht hier. Nö, das fand ich eigentlich ganz nett, das Lied. Das lassen wir mal. Bauen. Bauen, bauen, bauen. Dann schauen wir mal schnell. Das will ich gerade noch pflanzen. Da brauchen wir nur zwei Titan für. Aber wir haben volles Inventar. Tun wir mal gerade hier. Ja, hier können wir die drei reintun. Dann holen wir uns Titan. Ich pflanze einfach mal zwei. Oder ich baue erstmal zwei, dass wir zwei pflanzen können. Das machen wir einmal hier vorne. Oder wir machen beide hier vorne hin. So. Okay. Und dann hoffentlich klappt das. Behälter wechseln, ja. Also Nahrung. Oh, das sieht gut aus. Gut. Das gibt verdammt gut. Wow. Das gibt richtig gut. Essen. Weg mit dir. Das ist jetzt nicht mehr für dich bestimmt. Davon brauchen wir ganz viel. Hier. Ja, das ist natürlich hervorragend. Behälter wechseln. So. Hä? Die sehen aber interessant aus, wenn die wachsen. Na gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchten Gelsäcke. Wir brauchen das aber auch gleichzeitig für Hydraulikflüssigkeit. Genau. Gelsäcke 4 Stück. Das hier brauchen wir einmal. Roter Stichel. Sichelflosser. Da hätte ich auch ganz gern Aquarium. Ich glaube, hier das wurde. Kann das sein? Ich glaube, da stand zumindest was. Irgendwie mit Base Building, dass das ein bisschen detaillierter sein soll. Möglicherweise sind die Wände hier detaillierter. Ich bin zu weit gelaufen. Damit haben wir die Hydraulikflüssigkeit. So, jetzt wird's auch langsam dunkel. Haben wir noch irgendwas im Inventar? Die Hydraulikflüssigkeit. Ionenwürfel, da haben wir doch die Ionen-Energiezelle freigeschaltet. Die kostet nicht ohne. Ist das Energiezelle oder Batterie? Moment. Batterie. Das ist natürlich cool. Das können wir nämlich wieder aufladen. Ah, hier, das ist aber die Ionen-Energiezelle. Was ist gerade da so? Ist, glaube ich, wieder am Stürmen oder so. Die Ionenbatterie, das wäre natürlich eine gute Steigerung zu dem, was wir jetzt gerade haben. Das würde mir tatsächlich sehr zusagen, wenn wir die machen würden. Gold, Silber und Lithium. Gold, Silber und Lithium. Gold. Ah, ich glaube, Silber haben wir keins mehr gehabt. Oh, okay. Gold, Silber, Silber und Lithium. Das andere war dann... Ja. Gar nichts mehr. Gefällt mir gut. Dann tauschen wir dich mal aus. Hä? Was ist das für ein Lied jetzt? Ah, ich habe was vergessen. Ich glaube, das ist es. Ich weiß nicht. Müssen wir ausprobieren. Das soll ja durchlaufen, das Lied. So. Ja, tun wir das hier mit hier rein. Hier haben wir die zwei Aufladezellen. Hier haben wir ein bisschen was zu trinken dabei, ein bisschen was zu essen. Gut, wir sind jetzt ordentlich satt, nachdem wir hier unsere tollen Pflanzen mal ausprobiert haben.
bin echt gespannt, wie lange die auch brauchen werden zum Wachsen. Sehen wir da noch was? Komm, 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 du schaffst das. Wachse. Komm schon. Okay, Ansporn bringt nichts. Dann probieren wir beim nächsten Mal aus, ob wir dann die Brücke hiermit starten können. Dann müssen wir dann nochmal da hinten rüber. Wir wissen ja ungefähr die Richtung. Und dann schauen wir mal. Denn wir sind jetzt erstmal am Ende einer Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zurück. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.